Wenn ich an meinen Vater denke, er war jemand, der sich dafür interessierte, wie Städte leben. Er sagte immer, ich liebe Städte, wie ich auch Frauen liebe. Le Prix Franz Essel, qui existe depuis 10 ans déjà, s'inscrit dans la durée et salue les efforts déployés par la Villa Gillet et la Fondation Gunshagen pour encourager et nourrir le dialogue littéraire franco-allemand. Dass uns die aktuelle Situation dazu zwingt, den Franz-Essel-Preis ausgerechnet in seinem 10. Jubiläumsjahr getrennt in Frankreich und Deutschland zu vergeben, bedauere wahrscheinlich nicht nur ich wirklich sehr. Steht doch der Preis gerade für die Verbundenheit unserer beiden Länder. Und dennoch freue ich mich natürlich, heute wenigstens in diesem kleinen Rahmen den Preis an Lola Randl vergeben zu können. Ich freue mich sehr, heute den Franz-Essel-Preis für das recht spezielle Jahr 2020 entgegennehmen zu dürfen. Die Aufgabe, den literarischen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich aufrechtzuerhalten und weiterzuführen, sehe ich jetzt an mich weitergegeben und nehme diese gerne an. Mesdames et Messieurs, je suis fier aujourd'hui au nom de notre amitié et de l'amitié franco-allemande et avec l'ensemble de nos partenaires allemands et français d'avoir le grand honneur de remettre le prix de littérature franco-allemand Franz Essel à la lauréate française Emmanuelle Pirère. Liebe Kulturministerin, ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, diesen Literaturpreis zu erhalten. Ich danke Ihnen und grüße Sie herzlich. Chimère, c'est un livre qui se termine au Parlement européen de Strasbourg. Donc évidemment, on ne pouvait pas rêver plus merveilleux pour ce livre qu'un prix franco-allemand. Literarische Texte, die über nationale Grenzen hinweg gelesen werden, können ja die gemeinsamen kulturellen Werte als Fundament eines geeinten Europas sehr sichtbar machen. Der Preis soll dazu beitragen, dass die Werke der Künstlerinnen ihr Potenzial als kulturelle und zwischenmenschliche Mittler entfalten können, dass sie in ihrem Heimatland, wie auch natürlich dann im jeweiligen Nachbarland, Aufmerksamkeit und Verbundenheit weit über diese nationalen Grenzen hinweg finden. C'est grâce aux initiatives telles que le prix Franz Essel que les littératures de nos deux pays sont mises en valeur. Er bedeutet für uns immer noch das Zusammenkommen von diesen beiden Ländern, Frankreich und Deutschland, und natürlich von der gemeinsamen Literatur, dem Literaturbedürfnis. Dafür war er einer der Vorführer, einer der Begleiter von denen, die diese doppelte Kultur in sich genommen und auch nach der schrecklichen Zeit des Zweiten Weltkrieges wieder übernehmen wollen und übernehmen sollen. Soweit der kleine Film zur Preisverleihung. Guten Abend. Guten Abend an Sie alle, die Sie diesen Livestream hören oder sehen in Deutschland und in Frankreich. Emmanuelle Pirère, Lola Randl, herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Im Rahmen von Literatur Live, dem Literature Live, Entschuldigung, das muss man natürlich französisch aussprechen, dem Internationalen Literaturfestival in Lyon und Leipzig liest extra, dem Lesefestival der Leipziger Buchmesse, werden Sie heute diese beiden Preisträgerinnen
des Franz-Hessel-Preises 2020 kennenlernen können. Sie haben es eben gehört, unter Pandemiebedingungen haben Sie den Deutsch-Französischen Literaturpreis gewonnen und unter Pandemiebedingungen findet unser Gespräch heute statt als Livestream und eine Premiere insofern, als dass die beiden Schriftstellerinnen bisher wirklich noch nicht gemeinsam gesprochen haben. Sie werden uns also an zwei Orten sehen bzw. begegnen, in der Villa Gillet in Lyon. Aus dem Kultur- und Literaturzentrum dort ist Emmanuel Pirey zugeschaltet und hier in der Stiftung Genshagen unweit von Berlin ist die andere Preisträgerin Lulla Randl. Mein Name ist Barbara Walster. Beide Einrichtungen, die Villa Gillet und die Stiftung Genshagen, haben übrigens diesen Deutsch-Französischen Literaturpreis 2010 ins Leben gerufen. Wir haben nicht sehr viel Zeit, deshalb mache ich es kurz vorweg und stelle Ihnen die beiden Schriftstellerinnen ganz kurz vor. Emmanuelle Pirard lebt in Lyon, publiziert seit 1995. Sie ist Poetin, schreibt für Bühne und Radio, verfolgt neben dem Schreiben eine performative Bühnenpraxis, zum Teil auch in Kooperation mit anderen Künstlerinnen und hat für ihren vierten Roman Féerie 2012 den Prix Médicis erhalten für, wie es damals in der Jurybegründung hieß, einen Collage-Roman, in dem Realität und Fiktion sich überkreuzen und unterschiedliche Sprachen aufeinanderprallen. In Chimère sind es Wissenschaft und Journalismus, Politik und das Irrationale, Glaubenspraktiken und systematische Recherchearbeit, die kurz geschlossen werden. Es geht um bioethische Fragen und den allgemeinen Irrsinn der Welt. Auch Elemente einer verkehrten Welt werden durchaus aktiviert. Lulla Randl ist Filmemacherin und hat als Stadtflüchtige in der Uckermark einen mittlerweile schon vielfach beschriebenen Kosmos geschaffen, genannt Der große Garten. Und das ist auch der Titel ihres Romans von 2019, der am Gartenjahr entlang, beginnend im Winter, in kurzen Einträgen Schlaglichter wirft auf ebenso Grundsätzliches wie Beiläufiges, über Wiederkehrendes, in der Geschichte Verstecktes, mal Bericht, mal Reflexion über Merkwürdigkeiten des Lebens, der Liebe, des Begehrens. Meine Kollegin Katrin Schumacher spricht von der, Zitat, freundlichen Verwunderung über die Mechanismen und Neurosen der Menschen in der Natur. Beides setzt Lulla Randl verblüffend in Beziehung. Zitat Ende. Als Heimatkunde oder Ortserkundung, Chronik der laufenden Ereignisse, ständige Befragung, auch Selbstbefragung fungiert dieses Buch. Es zeichnet sie beide aus, Emmanuelle Pirard und Lulla Randl, dass sie nicht nur Schriftstellerinnen sind, dass sie auch in anderen Medien, spartenübergreifend, wie man das manchmal nennt, arbeiten. Sie, Lulla, als Regisseurin, Filmemacherin, sie, Emmanuelle, als Performerin, Musikerin und mit Radio arbeiten. Das ist eine Gemeinsamkeit. Aber ich möchte gerne genauer wissen, wie fließt es ein in Ihr Schreiben, in Ihre Texte? Lulla? Ich fange mal an, ja. Genau, also es freut mich, ich sehe euch leider nur immer ab und zu, obwohl wir jetzt so nah sind wie noch nie, zwar immer noch an zwei verschiedenen Orten, kann ich es noch nicht ganz sehen, aber ich freue mich und habe auch wirklich fest vor, Emmanuelle Pirard vielleicht sogar zu mir einzuladen, wenn es nicht anders geht. Oder ansonsten würde ich auch noch mal nach Lyon kommen. Die Frage, wie das in meine Texte, also bei mir ist ja alles eher so ein riesen Geflecht, was es auch sein muss und was sich jetzt auch weiter entwickelt, weil alles das andere beeinflusst und ich es gar nicht mehr loslösen kann. Und wenn man es mal wirklich anfängt, so zu denken, also alles mehr auf einer Ebene zwischen Wesen und Mikroorganismen und Menschen und Nicht-Menschen und das dann mal zulässt, diese ganzen Schichten, dann kommt man schwer nur noch dahin, so eine losgelöste Sache, weil egal. Und so habe ich mit dem großen Garten angefangen und es da erst mal weiter, also es ist wirklich mein Anfang erst und ich war selber ganz überrascht und bin jetzt, ich wäre wirklich sehr gespannt auf das Chimère. Ich muss vielleicht einfach Französisch deswegen jetzt lernen oder höre ja heute auch zum ersten Mal was daraus, aber mich fasziniert schon, wie alles einander beeinflusst. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber so war es zumindest in dem großen Garten. Egal, wo man hin
guckte oder stach oder weiterging, waren alle Geschichten und die hingen dann doch wieder miteinander zusammen. Also ein bisschen gärtnerisch oder Komposthaufen. Es ist also das große Geflecht. Es ist es, glaube ich. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Emmanuel Pirard? Vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen, Lola, in Lyon. Ich würde Sie wirklich sehr gern empfangen. Also Gewebe, das ist ein guter Ausdruck. Also Chimère ist auch ein Gewebe. Man näht Organismen zusammen, die normalerweise gar nicht zusammengehören. Und man hofft, das funktioniert, dass ein Körper daraus wird. Manchmal funktioniert das nicht, aber bei der biologischen Chimäre hätte man wünschen wollen, dass es nicht funktioniert, weil ein Monster daraus wird. Chimäre ist auch das Buch mit sehr vielen verschiedenen Themen, die verbunden sind und die zusammenhalten müssen. Und das war meine Arbeit, dieser Zusammenhalt, etwas Organisches schaffen, einen Körper. Und es ist auch Europa, die Chimäre. Das sind Länder, die alle von jeder Seite etwas ziehen, aber es muss trotzdem eine Einheit sein, die funktionieren muss. Es sind aber auch andere Tätigkeiten, von denen Sie gesprochen haben, Barbara. Also ich mache auch Filme, Performances, Bühnenaufführungen. Ja, das ist auch so ein bisschen die Welt, in der wir leben. Wir springen von einer Aktivität zur anderen im Internet. Wir verbischen Bilder, Texte und Ton. Das macht auch Sinn oder soll Sinn machen, aber muss auch ein bisschen verrückt sein, weil alle diese Dinge, die auf uns zukommen, auch gegensätzliche Dinge und alles, was uns aufstürzt, müssen wir integrieren. Man schafft das so einigermaßen, aber es zieht immer so ein bisschen auch nach jeder Seite. Und das ist vielleicht dieses Gewebe und dieser gemeinsame Punkt. Auch mit dem Garten, wenn man einen Permakulturgarten macht, versucht man ja auch alles in Verbindung zu setzen, damit die Dinge sich einander helfen, anstatt entgegengesetzt zu sein. Es wechseln, ich glaube, auch das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen beiden, es wechseln irrwitzige Konstellationen und tiefgründige Fragen oder das Lachen durchzieht das Erzählen immer wieder. Humor, freche Unbekümmertheit oder auch so ganz naive Wortwörtlichkeit. Ich wüsste gerne, ist das ein Heilmittel, den alltäglichen Irrsinn auszuhalten, die Widersprüche der Welt und die eigenen? Also bei mir ist es tatsächlich auf jeden Fall ein Heilmittel. Nur ist es halt, also es gibt jetzt keine Lösung beim Heilen sozusagen. Ich kann dann immer, es ist heilend, aber es ist nicht so, als würde dann es zu einer Lösung kommen, wo es dann geheilt wäre. Also das Ende ist nie in Sicht. Genau, aber es ist trotzdem heilend, das finde ich schon. Aber es geht jetzt immer mehr auch um Heilung, weil man ja auch kränker vielleicht wird oder hysterischer oder die ganze Gesellschaft und selbst zu uns aufs Dorf ist die Heilung. Oder vielleicht ist es aufs Dorf gehen, ist ja auch schon so ein Heilungsgedanke. Der geht natürlich nie auf Heilungsgedanken und trotzdem hat man sie. Ja, Emmanuel. Wenn ich schreibe, tut mir das gut. Also mein mentaler Zustand verbessert sich. Es gibt so viele Dinge, die mir sinnlos erscheinen, aber die dann Sinn bekommen. Ich habe jetzt einen kleinen Text geschrieben, der zusammenhängt mit dem Festival in der Villa Gilles. Und der Text heißt Les Monstres du Quartier, die Monster des Viertels. Als ich Chimäre geschrieben habe, hat mir das sehr gut getan. Und jeder wird sich sagen, also Chimäre, das sollte man nicht schaffen, nicht Mensch-Hunde oder Mensch-Schweine. Chimären gehören zur schrecklichen Mythologie des Menschen. Man sollte das aber nicht in Wirklichkeit tun. Und aber als ich Chimäre zu schreiben anfing, habe ich
erfahren, dass in Großbritannien man solche Chimären geschaffen hat im Labor, dass sie aber dann zerstört wurden. Aber ja, man könnte sich vorstellen, dass sie weiterleben, man entwickelt sie, man schafft Zellen, die entwickeln sich weiter. Und ich habe das Buch dann geschrieben und sage, ich gehe jetzt auf ein anderes Problem über. Und dieses Problem ist in gewisser Weise durch die Literatur gelöst worden. Und ich habe mir dann vielleicht vorgestellt, dass das auch anderweitig anderswo so gelöst werden könnte. Aber das hat nicht funktioniert. Als das Buch herauskam, haben die Leute mir gesagt, ja, das Buch, dein Buch kommt jetzt raus, das ist ganz gut, weil man in Japan jetzt wirklich Chimären schaffen darf, Zellen schaffen darf. Und dann ist in Frankreich das bioethische Gesetz durchgegangen und man kam dann zu einem neuen Stadium, also zur Erlaubnis, solche Chimären zu machen. Und dann habe ich diesen Text geschrieben, wie mir bei Villa Gilet empfohlen wurde. Dann habe ich erfahren, dass in einem Viertel bei mir in Lyon auch solche Chimären-Embryos gemacht werden. Also es sind ja keine Tiere, die geboren werden, es sind Embryos, die zerstört werden. Das sind Menschen, Affen, also Verbindung von Menschen, Mischwesen, Menschen und Affen, die Makaken. Also das kommt näher auf einen zu. Und wenn man darüber schreibt und mit der Literatur geht es einem besser. Aber dadurch kann man nicht die Probleme der Realität lösen. Das ist schade. Der Roman Chimère spielt in Post-Brexit-Zeiten. Sie haben es, Emmanuel, eben schon gesagt, dass es da um Forschungen ging, die in Großbritannien gemacht worden sind, die das Hund-Mensch- oder Mensch-Hund-Wesen, das entstanden ist, kreierte eine Wissenschaftlerin in Großbritannien. Es gerät dann in eine sehr bizarre Errettungsgeschichte. Es soll von einem Rom-Priester geheilt werden, wie andere Gajo, also nicht Angehörige der Sinti oder Roma. Und vielleicht hören wir das zuerst mal, eine Szene, einen Ausschnitt und sprechen dann nochmal drüber. Donc c'est vers la fin du livre. C'est deux fils narratifs, en fait, une fil narratif avec une femme manouche qui veut essayer de, donc manouche Rome, qui veut essayer d'aider les non-Roms, donc les non-manouches, les gadgets. Et puis en même temps, il y a le fil narratif d'une femme qui vit avec sa chimère homme-chien, qui s'appelle Alistair. Et donc à ce moment-là, les deux fils narratifs se rejoignent. Et ça se passe sous un chapiteau évangélique. Le chapiteau fut bientôt assez plein d'Esprit Saint pour que débutent les guérisons. Brigitte a pris place avec Alistair dans la file de malades, tandis que les mains du pasteur se posaient rituellement sur les victimes de cancer ou d'addiction. Quand ça a été son tour, Alistair s'est avancé vers le guérisseur qui lui tendait les bras. Malheureusement, malgré la précaution du sweat à capuche pour dissimuler son visage, le pasteur est resté interdit devant l'apparition. Nous l'avons vu vaciller, les mains couvrant son visage. Dans les secondes qui ont suivi, des siècles de réticence tzigane convergèrent sur lui qui chancelait. Comment avait-il pu s'imaginer un seul instant pouvoir aider les paysans, les gadgets, et les soustraire à leur violence et leurs bêtises? Quelle folie les avait pris! Non seulement lui et Wendy, mais aussi l'Union Romanie Internationale, de quitter l'ancestrale invisibilité pour fréquenter les gadgets et s'en aller serrer des mains à l'ONU, à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe. 10 siècles que les tziganes contrecarraient toute tentative d'assimilation et s'acharnaient à rester dans les marges, qu'ils disparaissaient dans les forêts et les gorges de montagne, que déposaient dans leurs mains n'importe quel projet de développement retombait aussitôt en poussière, que les succès scolaires restaient minces. 10 siècles à ne désirer que leur liberté de chevaux sauvages et à refuser qu'à la voûte des forêts on puisse préférer un toit, si beau soit-il.
10 siècles, de noms falsifiés, de liens familiaux contrefaits et de ruses anti-gadjo, pourvu qu'aucun gadjo, aucun paysan ne se mêlât de leurs affaires. 10 siècles que son peuple endurait le froid, la faim, la misère, pour qu'aujourd'hui ce fût à lui qu'il revint d'imposer les mains sur la tête difforme d'un alien. Le pasteur a renversé un vase de glaïeul et s'est accroché au pied de son micro et il a dit « Il faut arrêter avec les gadjets, nous devons fuir sur leur passage. Les manouches n'ont rien à voir avec eux, guérir ce gadjo, mais je ne suis même pas sûre qu'il s'agisse d'un gadjo. Qu'est-ce que c'est que cet être immonde, ce démon ?» Le démon, maintenant. Il manquait plus que ça. Pauvre petit Alistair. Vielen Dank, Emmanuel Pirard. Sie haben es eben schon gesagt, es sind da viele Stränge in dem Buch, die sich an dieser Stelle, an dieser Rettungsgeschichte treffen. Und die trägt ja auch eine, ja, Charakteristika von der verkehrten Welt, würde ich sagen, dass eine Minderheitenangehörige sich der kranken Mitglieder der Normalgesellschaft annimmt. Worum ging es Ihnen da ganz genau? Ja, das ist eine Umkehrung. Also wir müssen auf europäischer Ebene arbeiten und deshalb bin ich auch sehr froh über diesen französisch-deutschen Preis. Also wir müssen keine französischen Bücher schreiben, oder, sondern europäische Bücher. Also ich informiere mich über Europa. Ich habe zunächst auch über GVOs gearbeitet und die GVOs sind zum Beispiel auf europäischer Ebene erlaubt, aber nicht in Frankreich. Also ich informiere mich und habe festgestellt, dass ich nicht sehr viel weiß im Grunde genommen über Europa. Und im letzten Paragraph, im Schluss, sage ich hier, dass die Sinti, Roma, waren Leute, die auf europäischer Ebene gelebt haben. Und sie verpflichtet sich jetzt, sich an irgendein Land sozusagen anzuketten. Also man verpflichtet sich, europäisch zu sein. Das waren früher also ein Volk, das missachtet, verachtet, zwar am Rande der Gesellschaft leben. Und aber wenn man das jetzt so betrachtet, sieht man, dass sie also hier auf dieser europäischen Ebene sind, sehr viel besser sind als wir. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, das ich sehr gut finde. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt ist, dieser Roma, das von Leonard Psyche. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also ein schönes Foto von Roma. Und in diesem Buch wird sehr viel erklärt über das Leben der Roma. Die Klischees, die Bilder, die wir von ihnen haben, haben sie umgekehrt auch. Also uns gegenüber, also von Sinti, Roma, ist gesagt worden, sie sind schmutzig, unehrlich. Es gibt sehr viele Klischees in unseren Ländern über das fahrende Volk, aber das gilt auch umgekehrt, so wie auch wir haben es nach ihnen sehr viele Fehler. Und ich habe von diesem Standpunkt ausgearbeitet und dadurch diesen Erzählstrang entwickelt von dieser Roma. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles erklärt habe, was ich sollte, aber das ist ein wichtiger Punkt für uns. Und sie beschließt also, uns zu helfen. Und auch dieser Priester hat sich vorgenommen, zu helfen, weil wir so viel falsch machen und viele Dinge verkehrt machen und hat also beschlossen, uns zu helfen. Und die Sinti, die Roma in diesem Fall, Windi, merkt dann, es funktioniert nicht. Also, denn die Gadjis wollen ihnen ja immer helfen, also mit Sozialhelferinnen und so weiter. Sie versucht, das umzukehren und dann bei diesen Chimären stellt sie also fest, das funktioniert nicht, das ist zu schlimm. Die Kinder der Ich-Erzählerin sind relativ abgebrüht im Umgang mit Horror.
Davor will die Ich-Erzählerin sie eigentlich gerne bewahren und aus dem Sumpf des Irrationalen herausziehen. Diese Chimäre Mensch-Hund sich auszudenken, war wahrscheinlich angesichts der Horrortauglichkeit der Kinder gar nicht so verrückt. Aber was ist es für Sie? Ist es ein Bann? Ist es eine Angstgeburt? Ja, ich habe die Kinder gesehen, die also Horrorbücher gelesen haben. Das hat mich sehr erstaunt. Und meine Neffen, meine eigenen Kinder, ich sagte, warum lest ihr sowas? Also als ich klein war, habe ich eher so Krimis gelesen mit einer Lösung am Ende, wo die Polizei kommt und alles kommt wieder in Ordnung. Aber die Horrorbücher, das sind solche schrecklichen Sachen und das finde ich nicht so gut, wenn, und ja, dass man sogar traumatisiert sein kann von diesen Büchern. Und in einem Kinderbuch war eine solche Chimäre, ein solches Hybridwesen, Mensch-Hund. Es gab ja immer schon Werwölfe, Chimären, also in der Mythologie, Tier, Menschen, Hybride, Mischwesen. Aber in Großbritannien konnte man ja jetzt das in der Realität umsetzen. Das war etwas wichtig. Und die Rolle der Kinder war, dass man denkt, die müssen doch eigentlich traumatisiert sein. Die sind aber nicht traumatisiert. Aber ja, wenn man sie fragt, sagen sie, alles ist in Ordnung. Und ich weiß nicht, warum das sagen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis der Kinder. Und andererseits ist es natürlich auch schön, tut es gut, wenn sie sowas sagen, sind wir zufrieden. Der große Garten von Lola Randl. Da gibt es dokumentarische Passagen, zum Beispiel den Blick auf alteingesessene Dorfbewohner und ihre Geschichte oder die Verwerfung durch die Wände, also was da wurde aus den LPGs zum Beispiel, oder die Geschichte des Schlosses, was mal Erziehungsanstalt war. Im Kontrast dazu dann diese neu zugezogenen Bewohnerinnen, mit ihren doch sehr anderen Erfahrungen und Lebenshaltungen und vor allem den Besuchern. Und über diese Besucher wollen wir jetzt was hören. Gut, ich fange mal an. Es sind ja ganz, ganz viele kleine Kapitel in dem Buch. Also es ist eher wie eine Enzyklopädie aufgebaut. Und dieses Kapitel habe ich noch gar nie gelesen in meinem Leben. Also ich finde es wunderbar. Deswegen bin ich heute darauf gestoßen und wusste erstmal gar nicht mehr die Besucher, weil es hat so 260, genau. Und auch mit dem Dokumentarischen ist ganz interessant. Manches ist ja also eher schlecht recherchiert, beziehungsweise ich wusste nur was und es sind Hirngespinste. Aber jetzt ist es fast die Geschichte des Dorfes, weil die andere ist gar nicht mehr auf. Aber das sind die Schichten, die Besucher. Es ist das erste Mal richtig warm draußen. Seit die Japaner unten bei uns im Haus das Café eröffnet haben, räkeln sich im Hof Leute aus der Stadt. Irgendwie haben sie davon gehört, erzählen es weiter und jetzt sind sie alle da. Ich beobachte sie von unserem Schlafzimmer aus. Sie essen japanischen Matcha Cheesecake, als ob sie nie etwas anderes gegessen hätten und sehen sehr gut dabei aus. Die Dorfbewohner fragen sich natürlich auch, was das hier werden soll. Ich kann es ihnen nicht erklären. Ich habe nur noch ein Parken-Verboten-Schild malen können, das jetzt auf dem Bürgersteig vor unserem Haus steht. Denn Falschparken ist fast genauso schlimm wie unterlassene Bürgersteigpflege. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, dass die Japaner perfekt hier hinpassen. Sie sind einfach ganz anders als alles andere hier. Es ist sehr erstaunlich, dass ihr Same bis hierhin geweht wurde und jetzt Wurzeln schlagen will. Wenn Pflanzen das tun, nennt man sie Neophyten. Wenn sich Neophyten in ihrer neuen Umgebung besonders wohlfühlen, dann können sie zu einer ernsthaften Bedrohung für die heimische Artenvielfalt werden und kommen auf eine schwarze Liste. Die Naturschützer sind ganz besonders gegen die Einwanderer. Die Besucher aus der Stadt denken, wie fast immer, an ihre Projekte. Sie haben keine Berufe mehr, so wie früher, sondern nur noch Projekte, meistens verschiedene, die zu anderen Projekten parallel laufen. Die Besucher stellen sich vor, wie es wäre, auch noch ein Landprojekt zu haben.
Sie stellen sich das als sehr schön vor. Dann könnten Sie in Ihrem Landhaus sein und selbst einen Kuchen backen. Warum nicht auch mal einen Matcha Cheesecake? Und dann wären Sie ganz entspannt und könnten viel konzentrierter an Ihre Projekte denken. Die Japanerinnen haben ein Kirschblütenprojekt angefangen. Dazu werden alle Kirschblüten des Dorfes eingesammelt, gesalzen und auf Tüchern ausgebreitet, damit die Besucher, solange sie noch kein eigenes Landprojekt haben, die gesalzenen Kirschblüten fotografieren können. Dafür hat es sich schon gelohnt zu kommen. Danach werden die Blüten in Agaven-Dicksaft eingelegt und in kleine Gläschen gefüllt und auf die Gläschen ein Aufkleber mit der Aufschrift Salted Cherry Blossom Agave Syrup geklebt und als erstes Produkt ins Regal Ihres neuen Ladens gestellt. Vielen Dank, Lola Randl. Der Projektcharakter, vor allem der Projektcharakter von Leben und Arbeiten, also das beides wird ja sozusagen zum Projekt, das widerspricht doch eigentlich dem Sesshaftwerden auf dem Land. Oder kann das parallel laufen? Ja, es gibt so eine ganz neue Landbewegung, die auch noch unklar ist, wo sie irgendwie hingeht. Ob die sich wirklich auf dem Land sesshaft machen wollen, ist auch noch die Frage, ob das so in dem Kopf der Menschen herumspukt, die das machen. Also es ist natürlich der Wunsch nach so einem neuen Lebensentwurf, der einfach weg vom kapitalistischen System führt. Und dann steckt er gleichzeitig schon noch total drinnen, weil er dann alles auf Instagram postet und sich selber wieder als Bild inszeniert. Und deswegen ist es noch so eine Phase des Sich-Findens. Das hat natürlich Corona jetzt nicht weniger gemacht, sondern eher noch, ist ja noch viel klarer geworden, wie viel dann von irgendwo stattfinden kann und in Projekte nur noch zerfällt oder zerklüftet und man so fragmentiert. Und die Projekte sind dann sozusagen virtuell. Genau, also die Projekte, es ist schon schwierig, wie viel dann wirklich auf dem Land passiert. Natürlich gibt es auch die Vision, alle werden wieder Kleinbauern, aber dann merken sie auch, wie schwierig das ist. Und natürlich gibt es die Vorstellung von Permakultur, aber auch das ist sozusagen gar nicht mehr der Lebensstil des Projektmenschen, der das schafft. Also das Schöne an Permakultur ist ja, dass sie denken, es würde sich dann von selber, also man würde es einfach gärtnern lassen und müsste jetzt nicht mehr. Es gärtnert sich. Und dann trotzdem sind dann wieder ganz banale Fragen, von was lebt man? Aber dann finden auf einmal Fotoshootings oder Sachen, die in der Stadt bisher stattfanden, ziehen dann aufs Land und erzählen Sie doch was vom ästhetischen Kapitalismus. Es gibt eine Passage, da überlegt sich die Ich-Erzählerin, ich sage jetzt ausdrücklich die Ich-Erzählerin und nicht Sie, Lola Randl, eine Promotion zu schreiben über den Begriff ästhetischer Kapitalismus oder das Phänomen ästhetischer Kapitalismus. Vielleicht sagen Sie da noch was dazu? Also ich weiß gar nicht, ob die Ich-Erzählerin und auch ich, Lola Randl, genau wissen, was sie meint, wenn sie ästhetischen Kapitalismus sagt. Aber es hat schon sehr viel natürlich mit dieser Selbstinszenierung zu tun und auch der neuen digitalen, also der Welt, der man das dann alles, der digitalen Welt und dem Bild von sich. Und tatsächlich ist es ja jetzt in dem Dorf, das ich wohne, das hat die verschiedenen Schichten, also schon die DDR und auch noch die Schichten davor. Und jetzt strömen auf einmal tatsächlich aus den Großstädten diese Landromantiker neu dorthin und sehen so, ich kann es gar nicht sagen, also in der Pflaume oder in ganz einfachen Sachen wollen sie so eine Heilung tatsächlich finden und andere folgen ihnen und wollen dann auch dasselbe Bild von der Pflaume oder das spricht für was und so geht es halt immer weiter. Im Übrigen sind die Japanerinnen, wir haben ja zugemacht auch, also das japanische Café gab es ja wirklich und das musste geschlossen werden, weil es einfach zu voll wurde und es keinen Sinn mehr gemacht hatte, weil es wurde auch nur noch konsumistisch und am Anfang, als es dieses Unwahrscheinliche hatte, dass in Brandenburg Japanerinnen, die weder Deutsch noch also eigentlich nur kryptisch überhaupt verstanden haben, wo sie da gelandet waren, so großen Erfolg hatte aufgrund dieser Unwahrscheinlichkeit,
Genau, das wurde jetzt geschlossen erstmal und macht aber jetzt im Übrigen in Arles wieder auf. Also nur zur deutsch-französischen Verbindung. Deswegen könnte ich dann auch nach Lyon kommen, wenn ich dann zu dem Café nach Arles fahre. Wobei man auch sagen muss, Arles ist die Fotostadt in Frankreich. Und dann sehe ich sofort auch die Kirschblüten und die Fotos davon. Wobei da ja interessant ist, wenn es so... Genau, das Interessante war, dass es eigentlich nicht zusammenpasst. Und deswegen wurde es dann aber sofort, der ästhetische Kapitalismus beutet ja auch was ganz schnell aus, sozusagen. Es können dann zwar sehr viele folgen, aber dann muss er eigentlich weiterziehen. Oder er schafft es, also die Doktorarbeit wurde nicht geschrieben, auch von der Erzählerin nicht, aber es interessiert mich noch immer. Emmanuel Pirel, ist das ein Thema, an das Sie anknüpfen können, was Lola Randler jetzt entwickelt hat oder kurz skizziert hat im Hinblick auf den ästhetischen Kapitalismus? Ja, ich wollte auch sagen, dass ich heute Morgen ein paar Auszüge gelesen habe, die übersetzt worden sind, also Auszüge aus dem Buch von Lola. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt direkt zuhören darf, also in der Art und Weise, wie Sie es ausdrücken, auch was Sie im Buch ausdrücken. Und ich fühle mich auch der Natur nahe. Ich habe einmal ein Theaterstück gemacht über die Ökologie, wo Leute, ein Paar zum Beispiel, die bei der Telekom in Frankreich arbeiten, in Paris dann auch aufs Land gezogen sind. Aber sie kamen damit nicht zurecht, also so viele Sachen zu machen und eine andere Lebensweise, die vollkommen ihre Zeit ausfüllten. Ich habe das auch wiedergefunden im Buch von Lola und ich kann das auch nachfühlen, auch das mit einem gewissen Abstand zu sehen. Einerseits fühlt man sich der Natur nah, aber andererseits gibt es in der menschlichen Natur verschiedene Schichten. Wir sind kompliziert als menschliches Wesen. Wenn zum Beispiel ein Projekt ausleben, also in unserem Leben im Kapitalismus soll nicht nur arbeiten, dass wir das also umsetzen in einem großen Garten und naturnah. Ich finde das eine gute Idee. Das ist also einerseits also auch wieder eine Verzerrung zwischen dem Thema Natur, Natürlichkeit von heute und was dazu passt. Also die Natur heute ist nicht mehr, was die Natur vorher war. Und das ist, man muss da wieder eine Verbindung finden. Das ist nicht so einfach. In Chimäre ist natürlich auch der Kapitalismus, also auch die Beziehung zu den Maschinen, all die Dinge, die uns auferlegt werden, alle technischen und wissenschaftlichen Fortschritte werden ja auch vom Kapitalismus auferlegt. Wir haben das eigentlich auch manche Dinge gar nicht so richtig gebraucht. Und da erscheint also auch dieser Kapitalismus. Warum brauchen wir so viele Dinge? Und dann muss man aber auch wieder zurückblicken, wieder zur Natur zurückkehren, seinen Platz finden. Und ich finde, das Buch von Lola erfasst sehr gut diese Gegensätzlichkeit und ist aber andererseits sehr einfach und naiv und sehr konkret, und das bewundere ich. Also es sind sehr merkwürdige Universen, zum Beispiel in dem Auszug, was ich gesehen habe. Also die Kirche einerseits, wird von der Kirche gesprochen, und dahinter wohnt dann der Liebhaber. Also die Ich-Erzählerin schreibt das so. Aber ich habe wirklich ich habe die Auszüge sehr gern gelesen, würde auch gerne dann noch weiteres lesen, die Fortsetzung. Ja, das ist jetzt immer ein bisschen merkwürdig, wenn die Übersetzung etwas versetzt ist. Gut, damit müssen wir leben. Aber das ist natürlich dennoch ein unglaublicher Fortschritt, dass wir hier sitzen können und miteinander sprechen können, auch wenn es diese Verzögerungen gibt. Ich habe vorhin erwähnt, dass es in Lola Randls Der große Garten so etwas wie dokumentarische, oder sie hat das nochmal relativiert, quasi dokumentarische Passagen gibt. Und Sie, Emmanuel Pirel, erfinden einen soziologischen Kosmos, nämlich die 12 ausgelosten Kandidatinnen und Kandidaten für den europäischen Bürgerdialog. Ist Fiktion wahrer als das Leben? Soziologisch genauer? Ja.
Ich greife die Dinge auf, die ich in der Realität finde. Ich habe so kleine Motoren für meine Fiktion, zum Beispiel dieses GVO-Problem. Und die Leute müssen sich positionieren, müssen sagen, möchten wir jetzt GVOs oder nicht? Und im Radio höre ich zum Beispiel einen französischen Wissenschaftler, Jacques Testa heißt er. Das war ein großer Biologe. Er macht jetzt bürgerliche Wissenschaft. Also sozusagen, er möchte, dass die Bürger sich zum Ausdruck bringen, was sie über die wissenschaftlichen Entwicklungen denken. Und es müssen solche Bürgerpanels geben, daran zu arbeiten. Und diese Bürgerpanels ist also von diesem Herrn entstanden, den ich da im Radio gehört habe. Und das war für mich so eine Idee, ein kleiner Motor für meine Fiktion. Ich habe auch die Chimären, das ist auch so ein Antrieb, ein Motor, also aus diesen britischen Labors. Und dann nehme ich noch eine andere Kraft hinzu, die sich hinzufügt, also diese Bürgerpanel, also so begreife ich die Fiktion. Will Self, ein englischer Autor, von ihm hatte ich auch gehört, wie er seine Romane gestaltet, und da war ich sehr beeindruckt. Er greift Kräfte aus der Gesellschaft auf, technische, religiöse Kräfte, und damit schafft er seine Geschichte. Und da war ich sehr beeindruckt, und das hat mich auch beeinflusst. GVO, ich sage es vielleicht nochmal für diejenigen, die Abkürzung nicht kennen oder nicht damit anfangen können, genetisch veränderte Organismen. Das ist der Ausgangspunkt, ein Artikel, den die Erzählerin bei Emmanuel Pereire schreiben soll, der das sozusagen als Motor das Ganze in Gang setzt. Ich komme natürlich nicht umhin, Sie zum Schluss noch zu fragen, wie Ihre Überlegungen und Ihre Selbstbefragungen sein ist im Hinblick auf die Rolle der Schriftstellerin. Sie befragen sich ja auch permanent. Lola, Sie tun das, Emmanuel, Sie tun das. Sie denken darüber nach. Wie beeinflusst das Ihr Schreiben? Ja, sehr. Alle Bücher gehen von Fragen aus, sich Fragen stellen, Antworten finden, aber das sind nicht die gleichen Antworten wie in der wirklichen Existenz. Also keine existenziellen Fragen. Und Lola? Also bei uns kommt das im Übrigen auch ganz lustig an, muss man mal sagen. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, weil ich sehe ja Emmanuel, aber höre gleichzeitig die Stimme der Dolmetscherin. Also das ist wirklich schon ein lustiges Mischwesen, was bei uns überhaupt ankommt. Deswegen, weil es wird gar nicht verzögert, sondern es ist fast schon lippensynchron. Bei mir ist es auch ganz, ganz starke Selbstbefragung. Aber so, und wir hatten ja mit dem Heilenden angefangen, aber gar nicht, dass man so auf einen Punkt wirklich kommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt Fiktion oder Nicht-Fiktion so den Unterschied macht. Also hier schwankt man ja auch sehr. Und momentan schreibe ich gerade ein fiktionaleres Buch, aber das ist ja auch nur versteckt. Also klar kann ich mich hinter verschiedenen Rollen, und die Einflüsse kommen ja egal. Also sie kommen durch, wie auch immer sie dann da reinkommen. Deswegen kann ich fast gar keinen Unterschied machen, ob es jetzt weniger oder mehr fiktionaler ist oder hier wirkt es so. Und dieses, was ich jetzt schreibe, was im Übrigen vielleicht große Ähnlichkeit mit Chimäre wiederum hat, weil es ist das Angsttier und ist, nur was ich jetzt gehört habe, sind schon wieder neue Anknüpfungspunkte. Genau. Ist es zwar fiktionaler, aber dann merke ich doch, dass ich alles wieder genauso hinter den Rollen und den verschiedenen ja genauso wieder durchkommt, die Kräfte und Einflüsse und die Selbstbefragung und die Gedanken. Insofern ist es so manchmal versteckter und offener, und manchmal kommt man zu Punkten und manchmal auch nicht. Und deswegen ist es sehr interessant, und es ist so gut, dass es literarisch ist, weil man ja auch nicht, also kein, das Endergebnis ist viel. Kein Strich mit einer Summe genau. Darunter. Viele Summen. Vielen Dank nach Lyon an Emmanuel Pereire, vielen Dank Lola Randl, vielen Dank auch an Gabriel Boulanger für die Übersetzung, die es überhaupt möglich gemacht hat, dass wir diesen Dialog führen konnten. Ihnen vielen Dank
für Ihr Interesse an den Preisträgerinnen des Deutsch-Französischen Literaturpreises Franz Hessel. Ich danke außerdem der Villa Gillet in Lyon, der Stiftung Ginshagen, die uns hier beherbergt hat, dem Institut Français, der Stadt Lyon und der Stadt Leipzig. Ich glaube, das sind alle, die ich erwähnen muss. Barbara Walster verabschiedet sich von Ihnen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns begegnet sind. Ich hoffe auf ein nächstes Mal. Ja, vielen Dank. Ich habe wirklich jetzt auch das Gefühl, dass wir eine Chimäre geschaffen haben. Das ist eine andere Ebene von Chimäre. Wir konnten etwas zusammennähern, also zwei Sprachen, zwei Bücher, die thematisch nähern haben, sich nah sind, aber trotzdem sehr unterschiedlich sind. Und es sind zwei Personen, die sich treffen konnten und auf dem Bildschirm und in der Realität. Vielen Dank noch einmal. Vielen Dank Ginshagen und Emmanuel Lola für ihre Geduld und dem Publikum, um dieser Chimäre zuzuhören. Und ja, es ist das Buch dann zu lesen, also das Buch als Chimäre auch. Und also diese Gespräche waren sehr wichtig. Wir sind zwischen Frankreich und Deutschland, Leipzig, Lyon und Berlin. Das alles wird also in unseren europäischen Gesprächen von beiden Seiten unterstützen. Vielen Dank und schönen Abend. Ihnen auch. Vielen Dank.